So, moin und hallo erstmal. Das Kalb war beim Service. So, und ich habe es jetzt gerade geholt oder bin noch dabei, sozusagen. Ja, einmal die 20.000er mit allem, inklusive Reifen. Was habe ich noch machen lassen? Habe noch zwei neue Blinker dran machen lassen und habe noch das Navi umklemmen lassen hier, weil das war auf Dauerfeuer. Und das war mir sehr unsympathisch, weil das Ganze läuft ja über einen Spannungswandler. Also das mit dieser Halterung, dieser Aktivhalterung, da ist hier unterm Sitz so ein kleiner Spannungswandler. Und habe ich keine Lust, dass der mir jetzt gerade jetzt in der Zeit, wo es so kalt ist, die Batterie leer saugt. Deswegen habe ich darum gebeten, das hier auf Schalt Plus zu legen. Ja, ansonsten, wie gesagt, neue Reifen drauf. Ich habe jetzt auch hier den Conti Trailertech 3 drauf. Was ich total krass fand, ist, dass der Reifenwechsel, also Reifen inklusive machen, inklusive Arbeit, teurer ist als bei der großen GS. Also ich habe hier einen 110er vorne. Also 110. Schlag mich tot 19 und hinten habe ich 110, schlag mich tot 17. Bei der dicken habe ich vorne 120, schlag mich tot 19 und hinten 170, schlag mich tot 19. Und wie gesagt, die Reifen inklusive Montage sind hier teurer. Klar, das Ding hat eine Kette. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Jo, da wird dann tatsächlich der niedrigere Anschaffungspreis des Reifens mehr als aufgefressen von der Mehrarbeit. Ja. Nun denn, jetzt sind sie neu und wenn ich mir die Laufleistung dieser Reifen bei der dicken angucke oder bei der alten, bei der 1200R, dann sollten die hier schon ein paar Kilometer machen, ein paar mehr vielleicht noch als auf der großen, weil ja wesentlich weniger Leistung. Und dann ist das wieder okay. Ja, zur Historie dieses Motorrads habe ich im ersten Video nicht viel erzählt, weil ich erstmal warten wollte, bis sie vom Service kommt, um mir nicht hinterher eingestehen zu müssen oder gestehen zu müssen, dass ich einen absoluten Schrotthaufen gekauft habe. Und zwar haben wir ein bisschen gezockt, als wir das Ding gekauft haben. Das Motorrad wurde über einen Vermittler verkauft. Und der hat mir am Telefon schon vorher alles gesagt, was an dem Motorrad sein könnte. Und dass es nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Dass es also eine Vorgeschichte hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mal umgefallen und der Vorbesitzer, der es also hatte, dem es umgefallen ist, der hat, das war ein Kaskoschaden, also ein Vollkaskoschaden, ne? Und dann hat er sich sicher sein wollen, dass an dem Motorrad nichts dran ist und hat dann Gutachten machen lassen. Dann ist die ganze Chose begutachtet worden von einem Sachverständigen und das Gutachten habe ich zu Hause. Da steht also drin, dass keine technischen Beeinträchtigungen
da sind, dass das Ding nicht verbogen ist, dass es nicht krumm ist. Was verbogen war, war wohl der Lenker. Der ist neu. Das ist hier so ein LSL. Ein bisschen höher. Habe ich Papiere für alles. Und ja, es hat ein paar optische Mängel, also Kleinigkeiten, die man auf den ersten Blick nicht wirklich sieht. Nur wenn man sich dann genauer damit befasst. Und das war mir aber für ein Wintermotorrad relativ egal. Wie gesagt, der Kurs war sehr schmal für das Motorrad. Die werden weitaus höher gehandelt, mit der Laufleistung sowieso. Jetzt hat sie gerade mal 19.564 Kilometer. Komm, mach dich doch nicht nass, überhol doch. Und du auch, was ist denn los? Ja, 19.564 Kilometer. Und ja, ich habe jetzt nochmal mit Reifen nochmal 1.100 Euro investiert. Also wie gesagt, große Inspektion, alles gemacht. Das Navi umklemmen lassen, fachmännisch anklemmen lassen. Und auch sonst ein bisschen besser hingeschaut oder ein bisschen intensiver hingeschaut als bei einer normalen Inspektion. Blinker waren von dem Sturz noch in Mitleidenschaft gezogen. Da habe ich jetzt gleich wieder eine neue dran machen lassen mit schwarzer Streuscheibe, weil es besser aussieht. Ja, hier war noch so eine ominöse Bordsteckdose dran, wo die Halterung abgebrochen war. Aber die war einfach nur unten reingesteckt in die normale, in die Bordsteckdose, die sowieso da ist. Und da habe ich gesagt, nee, wenn ich da jetzt irgendwas anklemmen will, dann kann ich das auch da unten direkt tun. Dann möchte ich da nicht so ein Professorium da liegen haben. Ja. Conti Trail Attack 3, wie gesagt, auch drauf gekommen. Das waren inklusive Montage schon weit über 300 Euro. Ja, also das neue Lenkkopflager und die neuen Reifen, die merkt man ganz gewaltig. Das wäre ja auch ziemlich seltsam, wenn dem nicht so wäre. Also wir kommen einem fahrradähnlichen Fahrverhalten hier immer näher. Mit dem Conti natürlich sowieso. Ne. So, dann bin ich ja mal gespannt. Ich habe ja den direkten Vergleich zwischen dem, also wie lange er auf der großen GS hält und wie lange er auf der kleinen GS hält. Bin mal gespannt. Ich habe die Kleine erst um, ja, kurz nach, wann war es denn, 3:30 oder so, geholt. Ihr seht es, die tiefstehende Sonne mal wieder sagt, also das sagt mir, dass die Sonne gleich weg ist und dann wird es ruckzuck kalt, weil heute eigentlich ein wunderschöner Tag war, aber kein Wochenende. Jo, oh, die Kleine ist gerüstet, ich bin es auch. Was ist denn hier los, ey? Überall Baustelle. Gibt's doch gar nicht. So, dann würde ich sagen, der Winter kann kommen. Irgendwann demnächst vielleicht auch mal eine größere Sonntagsrunde oder Wochenendrunde, keine Ahnung. Mit der Kleinen hier. Ach so, Clio konnte ich übrigens nicht waschen. Weil als ich an dem Waschplatz ankam, da sah es genau so aus. Also Mission Impossible, oder besser gesagt Waschen Impossible.
Naja, muss ich mir noch was anderes überlegen. Jo, ich bin gleich zu Hause. Dann nur ein kleines Update über die kleine Winterschlampe hier. Ganz liebevoll genannt natürlich. Das Kalb ist well prepared. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch mein nächstes Video auch anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal und tschüss.